Und die haben viel mehr Sachen. Ich möchte hier das Holz da und keine Ahnung was. Möchte ich alles haben. Jetzt ist die Frage, ob sich drin einer verschanzt hat, ne? Noch ein Blatt. Ich guck mal eben, ob ich meine Pfeile wieder finde, wo die... Warte mal, ich habe so fürchterlich daneben geschossen. Irgendwie in die Richtung. Huhn, hast du meine Pfeile gesehen? Wahrscheinlich sind die weg. Wahrscheinlich sind sie weg. Oh, und die sind so wertvoll. Das waren jetzt locker 4 Pfeile, die ich verloren habe. Okay. Irgendwie sind die weg. Das macht mich aber nicht ruhiger. Im Gegenteil. Ich sehe jetzt drinnen aber auch niemanden. Oh, die ganzen Wasserfässer. Tja, also man sieht, es ist buggy. Bloß wenn die jetzt noch einen Sniper-Banditen einbauen. Was eigentlich nur gut ist, wenn man sich... das ist so eine Säge. Wenn man sich... Okay, drin ist aber auch keiner, ne? Ach, doch, drin ist jemand. Okay, das sieht nach einer Geisel aus. Ist eigentlich nur gut, wenn man sich die dann holen kann, die Sniper. Ich hab Angst, dass sie jetzt wieder spawnen. Gut, nützt nichts, wir gehen rein. Da ist tatsächlich keiner. Noch ein bisschen Muni, das ist gut. Hallo? Ach so! Ja, warte mal, vorher eben einmal speichern. Und Crowbar. 10 Minuten. Okay. Oh, allein schon für die Munition hat sich's gelohnt. Das kann ich nicht mitnehmen. Da ist sonst nichts weiter. Eine M4. Okay, hier wäre noch ein Rucksack. Ja, ich kann es mitnehmen, aber wir haben ja schon alles voll. Warte. Okay, Crowbar. Das dauert nur 5 Minuten. Alles klar. Tag auch. Möchten Sie mir ein Ausrufungszeichen kaufen? Scott. Wir werden Scott gleich rescuen. Oh, ein SWAT-Helm. 2! Es liegt wieder übereinander. Oh, das liebe ich. Electronic Parts. Muni. Sehr gerne. Aber das ist M4-Muni, ne? Ich hätte ja lieber gerne Schrotmunition. Da liegt noch mehr. Okay. Ein Verband. Sehr gut. Den werden wir brauchen. Boost, Beef Can, Painkiller... Beef Can. Na, was heißt das? Ich kann leider kein Kyrillisch, da müsste ich Schatzi fragen. Der kann das eventuell lesen. Scott. Okay, das Befreien, der sitzt doch da nur. Das dauert 5 Minuten? Was, muss ich ihm jetzt gut zureden, dass er aufsteht oder was? Okay. Soldier. Scott has been rescued. Will you take... Her. To camp and join your crew. Was ist los? Hat der eine Identitätskrise oder sowas? Sie? RCS? Ja, klar, wir nehmen ihn. Ich weiß, dass die momentan arge Probleme machen. Ich nehme ihn trotzdem. Nee, ich dachte, das wäre Scrap. Okay. So, ich befürchte, wir werden heute Nacht Besuch kriegen. Das Doofe ist, ich bin verletzt. Das ist richtig ärgerlich, weil ich es nicht bei denen hier belassen wollte. Ich wollte eigentlich noch gerne die, die auf uns geschossen haben. Jetzt fragt ihr, wieso welche? Das haben alle bis jetzt auf uns geschossen. Nein, ich wollte mir die schnappen bei dem Zombiehaus, wo ich den Berg hochgefahren bin.
den Zaun gesehen habe und dann nichts Böses ahnt, dann plötzlich von links beschossen wurde. Das ist, glaube ich, so ein Wohnwagencamp. Die wollte ich mir auch nochmal schnappen, weil ich mich so erschrocken habe. Ich hätte noch gerne mal meine Pfeile wieder, aber ich glaube, die habe ich ins Nirgendwo geschossen. Könnten wir theoretisch auch machen, aber ich bin jetzt schon echt stark verwundet. Wäre wahrscheinlich doof. Gut, also wie gesagt, ich befürchte, wir werden heute Nacht wieder Besuch kriegen. Ja, warum nicht? Die können wir nicht mitnehmen, die bleiben also hier. Und das Camp kriegt ja auch dann Neuspawn. Jetzt ist nur die Frage, wie merkt sich das Spiel? Na, so wie die Typen, die losgegangen sind und verschwunden sind. Wie merkt sich das Spiel das? Und die, die verschwunden sind, werden die uns auf den Hals gehetzt? Ich weiß es nicht. Gut, wir haben es jetzt schon wieder mittags. Unsere Gesundheit geht noch einigermaßen, ne? Da steht unser Auto. Und ich bin immer noch ein bisschen krawallig. Weil jetzt eben halt uns anscheinend schon wieder die Leute auf den Hals gehetzt werden. Das muss nicht sein. So, die brauche ich im Grunde genommen nicht wirklich hier, diese Muni. 3 Pfeile haben wir wieder gekriegt. Wow, das ist großartig. Die können wir wegpacken. Den Boost können wir wegpacken. Oh, 100%! Equip. Und einen noch wegpacken. Die können wir wegpacken. Die können wir noch gebrauchen. Die können wir... Nein. Wie war denn das nochmal? Ach, ich gucke jetzt gerade ins Auto rein. Das geht nicht, ne? Die können wir mal eben essen. So. Apfel, Salz. Zack, zack. Trinken wir mal eben eine Cola. So, wir sind noch ein bisschen angeschlagen. Das lassen wir im Inventar. Wieso ist denn meine Axt kaputt? Die ist bei 0,0 und wird mir trotzdem noch angezeigt. Das heißt, ich kann sie gleich wegpacken. Großartig. Das Duct Tape können wir wegpacken. Das können wir wegpacken. Wegpacken. Die Leaves können wir noch weiter sammeln. Die Säge brauche ich jetzt nicht. Die verwende definitiv noch. Die packe ich mir gleich mal wieder in den Quiver. Equipment. Quiver. Add Arrows. Was? Das sind 4. 10 Pfeile habe ich verloren. Alter Falter. Echt. 10 Pfeile. Oh. 20 Minuten. Wir haben das Auto hier stehen. Wenn Nebel kommt, können wir uns reinsetzen. Aber den Motor will ich haben. Wir haben ja schon Motorschaden im Nebel gehabt. Wir haben auch einen dabei, ne? Ja, sehr gut. Okay, pass auf. Ich liebe den Wendekreis von diesem Auto. Parken ist kein Problem mehr. Wenn wir speichern, müsste es theoretisch gehen. Ich würde mir die echt gerne noch schnappen. Oh, die beiden Locker muss ich noch abholen. Ich würde mir die echt gerne schnappen. Sollte ich das tun? Aber es sieht schon wieder so diesig aus. Ich befürchte, wir bekommen wieder Nebel. Aber wann befürchte ich das eigentlich nicht, dass wir Nebel bekommen? Im Ernst jetzt? Ich bin an dem Auto hängen geblieben. Ach. Nee, komm, wir fahren mal eben kurz nach Hause. Ich glaube, wir kriegen gleich wieder Nebel. Irgendwie kommt meistens immer dann so zur frühen Mittagszeit kommt der Nebel und ich muss mich eh nochmal neu verbinden und ich will noch ein paar andere Sachen machen. So, wahrscheinlich. Die Tür ist offen. Lass mich raten. Großartig. Da der Motor, wohl, der hat noch genauso viel. Also irgendwie haben wir jetzt gerade nicht viel Schaden genommen. Soll mir recht sein. Ich muss
muss den Arm gleich nochmal neu verbinden. Das Futter packen wir. Jetzt muss ich mich dran gewöhnen, dass hier einer rumrennt. Ne? Da tue ich mich, glaube ich, ein bisschen schwer mit. Ich bin ein Einzelgänger. Zack, 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 zack. Tücher. Es wird nebelig, ich sehe es. Salz, Painkiller. Zack, 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 zack. Frag mich nicht, warum ich jetzt auf einmal diese 0,0... Ah, die können wir aber die reparieren können, deswegen. Ey, dann bleibst du draußen, Freundchen, ne? Scott. No room select. Wir können ihm also einen Room zuweisen. Dann kriegt er den. Das ist unser Schlafzimmer. Der darf den Raum hier haben. Und ich sollte... Mir wurde gesagt, ich soll... mir die Gitter davor setzen. Die hier. Ich mache das auch, glaube ich, jetzt. Weil ich habe jetzt mit den Banditen so viel am Arsch. Warte, rotate. Ich muss erstmal wieder an die andere Form des Bauens gewöhnen. Wie geht denn das? Kann ich das, wenn die Barriere intakt ist? Geht irgendwie nicht, ne? Wie soll das gehen? Irgendwie soll das gehen. So? Okay. Sticks brauche ich noch. Mensch, du Arsch, kannst du mal die Tür zumachen? Was ist los? Säcke vor der Tür oder was? Es rennen noch einige draußen rum. Ich habe ein bisschen... Warte mal, Sticks haben wir doch noch, ne? Ein Stick, wow. Aber wir können welche basteln. Das dauert auch, glaube ich, gar nicht so lange. Ich sollte mich vor die... Weh, du machst die Tür auf, ey. Was ist denn los mit dem? Arbeitet der jetzt für uns oder für die? Ich weiß jetzt gerade nicht. 14 Minuten. Er geht nach oben. Hoffe ich doch, dass er das war. Ja, er ist es. Okay. Geh... Ich wollte gerade sagen, mach nicht die Tür auf. So, jetzt hauen wir die Dings da rein. Ah, tatsächlich. Okay. Okay, was ist mit den... Irgendwie... Hä? Ist das ein Soundbug? Ach, toll! Was ist denn los? Warum kann ich den nicht... Ja, komm ran hier, du Blödmann. Toll. Und deswegen sollte ich nämlich... Hä? Scott, du Arsch, was ist los mit dir? Der fährt eine Runde durchs Haus. Okay, die sind verbuggt, die sind verbuggt. Nun hat er auch noch keine Waffe, ne? Ich habe ihm noch keine Waffe gegeben. Ja, leck mich am Hobel. Okay, der kommt tatsächlich nicht durch. Und ich bin selber verletzt. Mist, ey. Pass auf. Jetzt muss man eben kurz, ohne hier einen anzulocken, mal eben kurz rotaten. So. Oh Mann, erschreck mich nicht so. Okay. Ich versuch's mal eben, was zu bauen. So, der ist drin. Und dann können die anscheinend hier nicht durch. Aber wir haben ihn erwischt, ne? Ich glaube. Warum sind die denn immer so auf uns abgefahren? Das verstehe ich nicht. Dass die jetzt mir alles hier eingerissen haben. Das ist er, ne? Er fliegt hier wieder durchs Haus. Ja, er fliegt durchs Haus. Was für ein Arschgeige, wollte ich gerade sagen. Entschuldigung. Okay, noch jemand. Hatte ich ein Leder drauf? Haben die mir das Leder kaputt gerissen? Ich muss die Sachen wegstellen.
Okay, pass auf. Noch hier auch nochmal. Ich mache die Fenster jetzt richtig dicht hier. Solange das geht, werde ich das auch nutzen. Punkt aus. Ich finde das regulär. Tut mir leid. Es ist, ich fand ja die Barrieren sowieso schon überteuert, was die mich gekostet haben, schon immer. Und wie schnell die da durch waren. Halt, jetzt hat es eben gerade gepasst. Jetzt. Gut, hier brauche ich noch Stöcke. Da müssen wir auch noch dicht machen. Ich müsste mich auch wieder verbinden, verdammt. Halt, jetzt hat es eben gerade. Nein. So, jetzt brauche ich wieder ganz viel Sticks. Gut, in der Zeit können wir eh nichts anderes machen. Also kann ich auch Sticks basteln. Was soll's. Und ich habe es befürchtet, die rennen nur durch die Gegend, machen mich nervös und sind zu nichts gut. Das ist natürlich genau das Richtige, was ich jetzt noch gebrauchen kann. Oh! Lass es Gott gewesen sein, bitte! Ja, es war es Gott. Ich habe mich eben so erschrocken. So, die waren fertig, ne? Wir haben aber noch die anderen und es wird, glaube ich, schon wieder dunkel. Jo, 16:48, alles klar. Der ist auch fertig. Oh, der steht direkt vor der Tür. Ich hau dir gleich die Finger. Und vorbei. Zaun zu. Okay, am liebsten würde ich hier oben auch nochmal zumachen. Aber ich lasse es jetzt so, wie es ist. Und die Tür ist wieder auf. Ey, was ist los mit dir? Scott, was ist los? Ist das deine Dankbarkeit? Zeigst du mir so deine Dankbarkeit? So. Soll mir aber auch recht sein, allein schon gegen die Banditen. Jetzt ist er, hängt er da hinten ab. Ich glaub's nicht. Du kannst mal die Hühner füttern gehen. So, wir haben die nicht fallen lassen. Ja, ich habe es befürchtet. Der Generator ist aus. Okay, pass auf. Man kann die, glaube ich, ausrüsten. Das sollte ich auch machen, aber ich glaube, er wird mir keine große Hilfe sein. Das kommt noch dazu. Allein schon, weil er mal die Tür auflässt. Aber die Banditen machen wir uns nicht vor, die machen auch so die Tür auf. Er braucht eine Ausrüstung. Und ich brauche einen Verband. Warte. Ach, diese Schränke. Okay, er kriegt eine TT. Da ist auch noch eine. Okay. Und ein Messer. Er kriegt er das hier. Ich glaube, die sind momentan nicht wirklich zu viel Nütze. Außer die Tür aufzulassen und mich echt verärgert zu machen. Kann ich mit dir reden? Halt, interact. Scott? Scott? Okay, mit ihm reden geht nicht. Er ist verletzt. Also ich weiß, man kann denen halt eine Mini-Waffe geben, eine Pistole. Und der kriegt jetzt hier die M4, weil ich mit der nicht ganz so viel schieße. Die verbrauchen im Moment, sage ich einfach nochmal eingeschränkt, noch keine Munition. Und man kann ihnen leider noch keine Ausrüstung geben. Soweit ich weiß, kann man? Nein, kann man nicht. Okay. Ist dabei geblieben. Und sie lassen die Tür auf. Er kann aber auch, kann er eigentlich. Moment. Aber wenn er die Tür aufmachen kann, dann kann der auch eine Pforte aufmachen, ne? Eine Pforte kriegt er dann auch auf, oder? Ja, klar. Und die Banditen auch. Ja, es nützt nichts. Ich muss mit dem Risiko jetzt leben. Ich hoffe nur, dass ich nicht versehentlich erschieße. So, pass auf, wir haben Hunger. Und ich muss die Sachen mal eben aus dem Inventar loswerden. Wir trinken mal eben hier die Cola. Gut. Essen jetzt mal eben davon eins. Muss ja salzig sein. Und den Rest packen wir mal eben dahin. Dahin. Für dahin. Salz haben wir wieder. Okay. Beeren, nehmt euch in Acht. Jetzt
Jetzt weiß ich nicht, ob wir da, ob wir ein Fell verloren haben, ne? Mann, das darf doch nicht. Warum? Warum? Verdammt nochmal. Okay, pass auf. She moves. Keine Ahnung, ich glaube, es ist egal, wie krumm das ist. Wir stellen das hier mal hier hin. Und das hier rüber, weil ich habe... Ah, guck mal an. Ich habe nämlich die Sorge, dass die mir das sonst auch kaputt machen. Wenn die versuchen, hier durchs Fenster zu kommen. Na, guck mal. Das ist doch gut. Dann haben die doch ein bisschen gute Sachen verloren. Okay, das lohnt sich anscheinend auch, sich mit den Zombies anzulegen, bei dem, was die da alles so fallen lassen. Was brauchen wir denn hier für den noch? Habe ich irgendwas? Ja, es fehlt mir noch eine Komponente. Das Auto hatte ich jetzt ausgeräumt, ne? Ja, die Säge. Zack. Gut, die Dings haben wir fertig. Und heute werden wir nichts mehr mit den Banditen. Leider. Schade, schade. Ich hätte jetzt echt gern weitergemacht. Aber machen wir uns nichts für O32. Uiuiui. Okay. So, Duct Tape. Ein Boost. Haben wir nicht noch einen Boost? Ja, das heißt, wir können uns jetzt nochmal wieder eine Bandage machen. Nein. Und hauen eben nochmal die eine Komponente davon in den Zaun rein. Und dann werde ich mich gleich nochmal verbinden und hoffen, dass wir heute Nacht... Oh Gott, ich werde mich nicht dran gewöhnen, wenn der hier so die Gegend düst, ey. So, mach fertig. Zack. Wow, es ist... wow, es ist wow, so super sicher hier. Ich würde auch alles anders machen. Vielleicht tatsächlich nicht das große Haus, weil was sollen wir mit dem ganz großen Haus? Wir könnten das kleine besser schützen, obwohl ich das große Haus mag. Also wenn wir nochmal neu anfangen, kann das passieren, dass ich es doch wieder nehme. Aber ich würde vielleicht drauf pfeifen, das hier mit zu integrieren. Ich glaube, die Schmiede würde ich nach vorne packen. Und dann würde ich das Haus einmal zack dicht machen mit den großen Barrikaden. Auf jeden Fall. Weil ich das gut finde, dass man da oben lang gehen kann. Und man kann dann eventuell vielleicht sogar von hier oben und vielleicht sogar vom Haus aus das Haus selber verteidigen. Dementsprechend fände ich das schon richtig gut. Es wird gleich Nacht. Die Frage ist, ob wir jetzt heute Nacht Besuch kriegen. Und der blöde Mann lässt die Tür immer offen. Ne? Das ist echt lustig. Wir können uns hinlegen. Ich habe Bandagen dabei. Ich wollte ganz gerne noch ein bisschen... warte mal, wir basteln eben nochmal eine Bandage. Ich horche. Ich weiß nicht, ob wir heute Nacht sicher sind. Also mit ihm hier, mit der Flachpfeife, die die Tür immer auflässt. Bestimmt nicht. Man könnte ihn aber vielleicht oben einsperren. Ah, die sind schon buggy genug. Ne? Soll ich ihn jetzt noch festbacken lassen? Und die kommen eh hier nach oben. Ich hoffe einfach darauf, dass wir nochmal Bescheid kriegen, ob wir irgendwie das Geräusch gehört hätten oder sonst irgendetwas. Wir, warte, so einmal das Bein verbinden. Recover Time dann 4 Stunden, okay. Und das hier auch nochmal verbinden. So, sehr gut. Und dann legen wir uns jetzt hin. Was soll's. Und dann morgen, also ob sie jetzt kommen oder nicht, morgen sind die anderen Banditen dran. 20 Uhr. 8 Stunden brauchen wir Minimum. Ich versuche mal 9 Stunden zu schlafen. Und wir horchen mal, ob wir Besuch kriegen oder nicht. Weil ich bin mir das ein bisschen nervös mit den... Du hast doch ein Zimmer von mir gekriegt. Warum stehst du denn da? An die Wand, Freundchen. Ich werde dich jetzt durchsuchen. Okay, er schläft.
Wake him up before you go-go. Nein, soll er schlafen. Puh, kann machen, was er will hier. Hauptsache, er erschreckt mich nicht immer so. Wir sind nur noch slightly wounded. Das heißt, wir haben echt ganz schnell mitgekriegt. Unsere Gesundheit heilt jetzt langsam wieder auf. Das heißt, ich müsste mich nochmal verbinden. Gerade das Bein wäre, glaube ich, wichtig. Status. Das Bein vielleicht nochmal verbinden. 2 Stunden. Ja, wir sind angeschossen worden. Großartig. So brauchen wir natürlich ständig Boost. Weil... Warte mal, nee, wo habe ich denn die? Da. Ist sie durch? Ist sie. Dann können wir gleich die nächste anschmeißen. Das heißt, ich brauche mal eben meinen Eimer. Den habe ich hier hingeschmissen, ne? Da. Eimer. Die Flasche kann ich gleich mitnehmen. Warte mal, den Kanister nehme ich jetzt auch wieder mit. Ich muss ja wieder... Unser Generator ist ja ausgefallen. Wahrscheinlich fallen die Prozente hier ganz rapide. Geht. Aber hier, das hier allein am Gemüse sieht man das. Wie gewaltig das gerade jetzt hier... Wir haben kein Gemüse aus Äpfel, haben wir kein Gemüse gefunden, ne? Was ist denn los mit den Banditen von heute? Keine gesunde Ernährung mehr? Okay. Zucker brauchen wir noch und Wasser. So, 2 Zucker. Flaschen haben wir sowieso mehr. Und wir brauchen Wasser. 70 Liter haben wir noch. Im ollen Gittelwasser. Aber wie gesagt, es wird ja eh gekocht. Richtig lange gekocht sogar. So, haben wir dann... nee, ich muss erstmal das Wasser reinmachen. 10 Liter Gif. Einmal raus. Und los. Wie sieht das eigentlich mit Wasser abkochen aus? Könnten wir vielleicht auch mal machen, ne? Oh, wir haben 10 Liter drin. Ich mag das nicht in den Eimer füllen, weil wir das schon mal gemacht haben. Und dann war es plötzlich im Fass unsicher. Ich hatte doch ganz viele leere Flaschen. Wo sind die denn? Da. Da passen nochmal 2 Liter rein, ne? Dann nehmen wir eine auch mit. So. Das ist total mühselig, aber nachdem wir das einmal hatten, dass dann plötzlich das saubere Wasser auf einmal unsafe geworden ist, mag ich den Eimer dafür nicht benutzen. Oh, das dauert echt lange hier. Das dauert, glaube ich, genauso lange, als wenn wir den 10-Liter-Eimer dahin gepackt hätten. So. Und wir könnten eigentlich nochmal wieder 10 Liter anschmeißen, ne? So, ich hoffe, das klappt jetzt damit. Oh, das ist Scott. Der irritiert mich ganz gewaltig. Da muss ich mich echt noch dran gewöhnen, dass hier einer rumrennt, der hier auch rumrennen darf. Habe ich die eine Flasche... Ich glaube, ich habe die eine Flasche drin gelassen. Kann das sein? Ja. Okay. Gut, dann können wir da nochmal einen Eimer anschmeißen. 1 Liter Dingsbums. Packe ich die wieder zurück. Die 2 Liter Flasche, die gefüllt ist, nehme ich noch mit. Wir haben auch... Hier esse ich den. Und den Apfel, glaube ich. Das kostet mich Ausdauer oder Fatig. Dann esse ich jetzt nochmal den Apfel. Was Gesundes hinterher, ne? Das auch, alles klar. Und dann trinken wir nicht die. Wir haben noch Cola, die kurz vorm Ablaufen ist, glaube ich. Ne? Hier trinken wir die hier. Haben die das irgendwie geändert? Ich weiß es nicht. So, und den anderen Scheiß einfach raus aus dem Inventar. Nein, machen wir natürlich nicht. Wir basteln uns nochmal eine Bandage. So. Die nehme ich auch Minimum mit, die Bandage. Ich brauche eine Schlag...
Schlagwaffe. Wir könnten mal eben gucken. Ich kann aber, glaube ich, von den neuen Sachen nichts bauen, ne? Doch. Ach, das sind auf einmal Low-Quality Metal Ingots. Alles klar. Repair Bench. Reloading können wir eh nicht machen. Wir haben noch kein Gunpowder. Oh, wow. Andersrum. Ist das eine Batterie? Das ist eine Batterie. Nee, warte. Das ist meine Versteckecke. Dann kann ich die daneben packen. Halt. So, so. Okay, ich brauche 2 Gears. Und ich tüdel hier schon wieder die Zeit. Will ich gar nicht. Ach ja, hier. Wir können auch mal wieder was einschmelzen, ne? Wir haben relativ viel Schrott gefunden. Und das Schmelzen läuft ja von alleine. Dann nehmen wir das mal eben mit hier. Und dann, wie spät haben wir es? 7.47 Uhr ist immer noch recht früh, das ist gut. Und wir haben zum Glück nur noch unsere Armbrust. Oh Gott! Mach das nicht! Oh Gott, der macht mich fertig. Okay, wir packen die Sachen zum Schmelzen rein. Was war das? 4 Stück, ne? Das müssten... Okay, 2. 2 Metal Scraps geben einen Barren. Okay. 12. Zack. Melt, melt. Und jetzt nochmal eben... Da, die Pickaxe hatten wir vorher schon. 8. Haben die das erhöht? 8. 2. 1,5 Stunden. Kann ich das ihm überlassen? Kann er nicht, ne? Ach komm. Eins. Zwei. Es ist 9:30 Uhr. Morgens 9:30 Uhr in Deutschland. Wo ist mein Knoppers? So, oh Mann, auf hier durch die Gegend zu fahren. Was wollte ich jetzt? Ich wollte jetzt die Workbench, die Repairbench basteln. Zack. Ich brauche dafür 2, 3 und 8. Okay. Das liegt an der Mauer, ne? Ich bin immer irritiert, ob der Nebel kommt. Gut, hauen wir das eben nochmal rein. Und 2 Metal Ingots. Dann haben wir die Repair Bench auch fertig. Das ist aber auch schon wieder 10:30, ne? Bin so ein Spezi. Aber unsere Verletzung ist weg. Unsere Verletzung ist weg. 12, gut. Ich dachte gerade, der wollte uns betuppen. Der Schmelzofen. Das dauert noch 7 Minuten. Hauen wir jetzt nochmal eben die rein. Und damit ist die Repair Bench fertig. Die ist ganz schön teuer, muss ich sagen. So, der Rest ist zu wertvoll. Packen wir hier rein. Das packe ich auch nochmal eben hier rein. Eine Säge. Keine Ahnung. Die Muni auf jeden Fall. Die nochmal splitten. Was ist wichtiger? Antibiotika brauchen wir nicht sofort. Painkiller weiß ich nicht. Also Antibiotika nimmt man ja bei einer Magenverstimmung. Also wenn man was Ekliges gegessen haben. Das wollte ich nochmal eben aufhängen. Ich komme wieder nicht los, ne? Ich wollte doch einen Rachefeldzug starten. So. Aus dem Weg. So, wie geht das jetzt?